Ja, das war wie immer ein interessanter Abend. Wir haben 4 Projekte gehört, die einfach alle sehr unterschiedlich waren. Unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Ideen, Inspirationen. Man konnte im Nachhinein miteinander diskutieren, was immer spannend ist. Es war wieder mal eine schöne Erfahrung. Ja. Ja, die Gründergarage habe ich erst vor kurzem kennengelernt, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt und finde die total spannend, weil man eben, ich glaube, gerade diese konzeptionelle Phase ist sehr wichtig und ich glaube oder ich erhoffe mir durch jetzt auch eine Beteiligung an der Gründergarage, also möchte gerne eine Idee auch dort einbringen, dass ich von anderen Menschen profitieren kann, die mir da noch weiterhelfen, also letztendlich von der Community, die dahinter steht, auch auf Erfahrung hat, dass ich von dieser Erfahrung was mitnehmen kann, was lernen kann und darauf aufbauen kann. Ja.